einen wunderschönen guten Tag und gut, dass ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Hier hauen wir mal die Orks mal so richtig einen auf die Omme. Aber bevor ich ins Oberviertel gehe, werde ich mit Dandolo, wenn er da nicht die ganze Zeit hängen bleibt, okay, trampel mal schön durchs Gemüse, erstmal wieder zurück zur Kaserne. Da habe ich mir doch tatsächlich zwei Räume vergessen. Da werde ich mal eben hinspringen. Ja, denn im Schnitt kann man viel besser sehen. Dann ist man nicht so fokussiert. Dann ist man mehr fokussiert, als wenn man hier mitten im Game ist. Und deswegen wollte ich noch ganz gerne mal diese beiden Räume überprüfen. Dandolo, kommst du bitte mit hinein? Ist hier wer? Na, hier ist noch keiner. So. Und du pass mal auf. Ich geh mal hier hoch. Oh. Gibt's eine Tür? Eine Tür gibt's hier. So, ist wer hier? Hallo, ist jemand da? Jemand zu Hause? Nein. Gibt's hier denn lootfähiges Material? Nein. Hier gibt's eine Buchkommode. Sicherheitsmal lesen. Nein, gibt es nix. Ja, es ist auch lange her, dass ich mich noch nicht erinnern kann, ob ich hier war, aber aufgrund der leeren Truhe war ich hier schon. Aber ja, hier zwischen Sessel und Tisch, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da ist mal wieder ein Schlüssel erforderlich. Hier mal ein bisschen Kohle. Die können wir dann richtig pulverisieren, um Schwarzpulver herzustellen. Dann, Dodo, bitte eile mir folgend, folge mir eilend. Und zwar befinden wir uns hier auf dem Island. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier wer ist. Ja. Hamlet. Hamlet. Oh, ein guter Hamlet. Okay. Hamlet ist jetzt auch Geschichte. Grobes Schwert und sonst hat er nichts. Gut. Mal gucken. Aha. Den hatte ich ja. Habe ich den befreit gehabt? Dürfte Cedric gewesen sein, der hier drin war. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Dann Dolo, dann gehen wir wieder ins Oberdorf oder zum Oberdorf. Hallo. Oberdorf. Ja, er hat nochmal hier sicherheitshalber mehr als abgecheckt, der Dandolo. Ist doch verständlich, ne? Ja, dann springe ich jetzt mal mit Dandolo zum Oberdorf. Wusch. Jetzt sind wir wieder da. So, gut, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier mal eben kurz die Orkwache am Tor. Ja. Der läuft mal einfach nur so drauf rum. Los in den Schädel. Genau, richtig. Ah, da hinten bewegt sich noch einer. Krusch, Orksches Kriegsschwertsche. Hab ich euch schon? Nein, noch nicht, weil. Ach du liebes bisschen, stimmt ja, da oben ist ja die ganze Garde. Da oben ist ja die ganze Garde. Was machen wir denn da, Dandolo? Die stehen sich doch alle. Oh, 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 oh. Da ist doch noch ein Mörtaner Ork-Krieger da am rumlaufen. Oh, der Pfeil, der Pfeil. Komm los. Ach. Gucken, geh noch ein bisschen näher dran. Immer da am Wendepunkt. Mist, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu flach. Ach Mist! Ich muss ja ihn hier anvisieren. Jawohl. Oh, ich sterbe! Bitte stirb nicht! Doch! Speichern wir mal. Ich habe ja Oberviertel gesagt, ne? Ne, Oberdorf habe ich gesagt. Aber dabei heißt es ja oberes Viertel oder Oberviertel. Ja, ich kenne hier aber nur drei Viertel. Also einmal das Hafenviertel, das Stadtviertel und hier dieses obere Viertel. Wo ist denn das vierte Viertel? Das müsste mir mal jemand erklären, oder? Gibt's noch was? Aua! Ah, nicht gut! Nicht gut! Dolo, komm her, die kommen mal auf uns zu! Oh weia, oh weia, oh weia! Speichern. Ja, da hat es mich leider gerissen, als ich speichern und was trinken wollte. Okay. Du hast, was, du hast Armbrust und den Bogen gleichzeitig um? Na, das ist ja ein Privileg.
mir gar nicht aufgefallen, lieber Dandolo. So, pass auf, wir gehen mal hier hin. Und werden, da die ja sowieso verschaltet sind, erstmal den ersten Methaner-Ork-Krieger mal langsam anklatschen. Genau, richtig. Dann gehe ich hier ins Ecknei. So ist sozusagen mein... Jawohl. Der nächste, hoffentlich. Mann. Aber Dandolo bleibt da. Das ist doch blöd, ist das. Und wieso kriegt er hier nichts ab? Oh, Mann. Das ist ja, geht ja hier wie am Fließband. Jetzt habe ich zwei. Das wird auch nichts. Oder wo ist denn der andere? Oha. So ein dämlicher Mobber. Ja, schade. Ich muss mal was machen, irgendwie. Ja, liebe Freunde, ich kann es mir nicht leisten, Dandolo zu verlieren. Und ich will ihn nicht verlieren. Warte auf mich. Und deswegen schicke ich ihn jetzt mal zum Leuchtturm hoch. Warte ich hoffe, auf mich. Dass er das überleben wird. Na gut, dann gehe ich mal los. Bitte, bitte, überleb es. Weil ich doch ganz gerne hier globale Zauber wirken möchte und Dandolo nicht gefährden möchte. Was haben wir denn an globalen Zauber? Feuerregen, das ist gut. Habe ich Folgendes vor. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Am besten anlocken, mich hinter der Ecke zu verstecken. Und dann sofort... Wo kommen denn welche? Ich mach dich genau. Fertig, so. Erstmal warten, bis sie... Ja! Toll! Das klappt jetzt bis jetzt. Nicht. Ja, ich habe mir mal die bessere Numanrüstung angezogen. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja noch einen Massensterbenspruch. Das ist dieser hier. Gucken wir doch mal, wie da das Ganze reagiert. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Massensterben. Okay, also erstmal Unlockinger. Ich mach dich fertig, Mora. So, okay, da kommen sie. Los, komm! Sterbt! Okay. Okay, soweit kann ich nichts sehen. Die sind auf jeden Fall erstmal in einer Masse gestorben, so wie ich das sehe. Ich speichere mal lieber ab. Dann schauen wir mal, ob die Luft rein ist. Hui. Ui. Wow. Sind die jetzt alle weg? Das ist ja der Hammer. Das war ja ein cooler Spruch eben. Den habe ich ja, glaube ich, noch nie ausprobiert. Das ist ja der Hammer hier. So, haben wir die alle? Gibt es noch hier einen am Liegen? Nee. Wollen wir einen versuchen? Okay. So. Jetzt wird es natürlich übelst, weil hier habe ich noch nicht die Übersicht. ja, manchmal gehe ich richtig mit. Da ist noch einer. Methaner Ork-Krieger. Dann habe ich die ganze... Ah, hier sind noch welche. Da habe ich die ganze Garnison, die hier alle in Reihe und Glied standen, auf einmal weggekickt. Das ist ja der Oberhammer. Ah, jetzt mal. Ja, einfach mal so... rumgehen und holen. Hammer, ich freue mich. Keine Atempause, Corinus wird befreit. Es geht voran. Speichern. Orks, die fallen um hier. Schuld hat der Herold hier. Es geht voran. Hoffe ich doch, dass es jetzt ein bisschen mehr vorangeht. Oh, da könnte noch einer im Gebäude sein. Na, das reicht noch nicht aus. Also. Und tschüss. Okay. Wunderbar. Erstmal gucken. Wir gucken erstmal hier. Ob hier jemand ist. Ah ja, auf jeden Fall kann man hier ein bisschen was nehmen. Sogar die Pfanne. Den Honig, die Fischsuppe, den Apfel. Moment mal, wo ging denn das nochmal hier lang? Da gab es doch auch noch eine wichtige Person. Ah ja.
Rohrzange, goldener Kelch. Hier die Kerze lassen wir ruhig brennen. Buchkommoden. Ah, hier vielleicht nochmal was zu knacken. Nö. Was hast denn du in der Hand? Hast du das Ding jetzt mit dem Pfeil geknackt? Das ist ja lustig. Okay. Super. So, dann gehen wir mal gleich gegenüber ins Häuschen rein. Um nicht überrascht zu werden. So, da oben dürfte noch einer liegen. Okay, dann schauen wir mal hier. Also die Orks, die halten sich wohl nicht in Gebäuden auf. Also in Häusern. So, Fischbrot, Pfanne, Herd. Truhe. Ah, die muss ich knacken. Sehr schön. So, wollen wir das so mal machen? Und so bleibt es auch. Hoffentlich haben wir weiterhin Erfolg. Okay, doki, aufpassen machen. Oh, da hat mich einer erwischt. Erspäht. Wo ist der Erspäher? Ah, da ist der Erspäher. Gut, okay, komm. Dann machen wir doch mal. Ah. Oh, der. Okay. Okay, okay. Gut, haben wir alles. Zeit zu speichern. Okay, mal wieder ein bisschen scouten. Kann ja sein, dass da irgendwie noch hier in den Gässchen wer ist. Ach du liebes Heinzchen, ein Ork-Schamane. Nee, nicht so pralle. Nicht so pralle, dass da ein Ork-Schamane ist. Ich habe aber jetzt in meinem Feuerregen Magie Spruch. Weiß nicht, bringt das was? Gucken, was haben wir hier an Deckung? Warte mal. Ach ja, das müssen wir alles mal ein bisschen hier taktisch aufbauen. Mal gucken, kommen wir da hin? Nein. Prallt irgendwie am Gitter ab. Ah, Mist. Das Gitter ist also Vollgitter, oder wie? Ja. Das wird so nichts. Da muss ich wohl oder übel jetzt mal hier Wunder wirken. Oder... ich weiß nicht. Ich versuch's mal. Noch mehr. Da sind ja noch mehr. Okay, da kommen schon welche rum. Okay. Na? Kommt noch wer? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Speichern wir mal sicherheitshalber. Auf geht's, weiter gucken. Was, die dürfen durchschießen oder was? Der Schamane ist erwischt. Moment. Guck mal. Die kommen nicht durch. Mit ihren dümmlichen Armbrüsten. So, vielleicht kann ich ja den Schamanen. Der kommt durch! Tolle Nummer! Nein! Nicht möglichst! Ah, ist ja auch ein Magiekram. Gucken, habe ich denn noch genug Magie, um nochmal Feuerregen zu wirken? Habe ich? Dann, ich tank mich vorher auf, sonst wird's übel. So, komm. Haben wir noch ein bisschen was? Okay. Speichern wir ab. So, Delle, jetzt machen wir mal ein bisschen. Da. Oh, das ist kaputt. Da gibt es auch noch einen. Gut.
werden wir mal kurz wieder mal hier in Deckung gehen. Und mal gucken, wie dann die Lage ist. Okidoki. Ah, das sind die dumme Orke, hä? Das sind die ganz dumme Orke. Ganz dumme Ork. Würde mein italienischer Freund sagen. Gucken, kann ich denn hier durch? Ja, ich kann sogar durchs Gitter rumhampeln hier. Ja, ne? Da guckst du. Ork hinter Gittern. Aufpassen, dass er mich nicht so trifft. Wunderbar. Suppe. Okay, wir kommen so langsam voran irgendwie, ne? Aber da hinten gibt es auch noch viele. Schauen wir mal. Und ein Schimpanse ist auch noch dabei, also ein Schamane. So, dann schauen wir mal, ob wir... Das ist wieder ein Orkspeer, der dürfte Fernwaffen haben. Zipper. Ah, der hat auch eine Fernwaffe. Sowas Blödes jetzt aber auch. Hä? Oh, die Kamera, die versucht sich hier reinzuballern, geht aber nicht. Der würde mich treffen. Was machen wir denn am besten? Erstmal hier ein bisschen die Umgebung scouten. Moment mal, kann ich eigentlich rennen? Ja, ich kann rennen. Gut. Okay. So. Dann warten wir, bis er hier ums Eck kommt. Oh. Was haben die jetzt vor? Ach, da unten. Okay. Da ist auch... Ja. Aber die kommen mit ihren Pfeilen da nicht durch. Ne? Das ist auch noch eine Elite. Ah, bitte. Okay, wenn er immer nur seine Abwehrhaltung eingeht. Und die hier hinten schießen und schießen. Suppe. Okay, Crush Dingsbums. Den muss ich auch noch looten. Ork-Schamane. Eigentlich noch ein Stäbchen hier irgendwo. Nee, hat er nicht. Okay, jetzt sind wir hier einigermaßen in Sicherheit. Das heißt, trinken und speichern. Jetzt gilt es daran erstmal... okay, die lassen wir mal richtig schön doof schießen. Das fruchtet mich nicht. So, wen haben wir denn hier drin? Gibt es hier jemanden drin? In die Ecken gucken. Oh, hab mich erschrocken. Also hier ist keiner drin in diesem wichtigen Raum. Na gut, okay. Auweia, auweia. Der Ork hat keine Flügel. Lalala, lalala. So, kann ich denn hier noch was looten irgendwie? Nee. Dann gehen wir mal ein Stockwerk über uns. Hochkommode ist klar. Oh. Da tut sich was. Nee, immer noch nicht. Okay. Da ist einer. Und zwar der Dingsbums hier. Jumbo Bumbo. In der Eile konnte ich das nicht so sehen. Donschak, Donschak. Okay, Donschak ist auch kaputt, Nick. Herrlich. Noch wer hier? Will noch jemand was haben? Meiner schönen Klinge. Klinge, Klinge, Klinge. Hier? Ist hier? Nein, das ist das Blut, was so flackert. Liebe Freunde, das ist gut. Langsam dezimieren wir hier die Orks weg. So, ich werde mal hier nochmal weiter gucken und mal erst doch mal speichern. Gucken wir mal, ob wir die Buchkomödchen hier mal durchlesen können und irgendwie Erfahrung kriegen. Nein, das wird wohl. Das werde ich nicht mehr machen brauchen. Oder? Man weiß es ja nicht, ne? So, nee, okay. Dann lassen wir das sein. Dann gehen wir hier weiter gucken. Ja, hier ist noch eine. Ja, an die kann ich mich erinnern. Jawohl, die hatte ich, die hatte ich, die hatte ich. So, schauen wir mal, ist hier wer? Ja! Ah, hätte ich mal vorher die Waffe gezogen, dann hätte ich ihn hier mehr einen drüber geballert. Gezogen, ja, heute bin ich mal wieder absolut, absolut albern. Nee.
So, habe ich denn hier zum Beispiel Larius Truhe schon? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, noch einer hier. Siehst du? Die sind doch in Gebäuden, die Orks. Okay, dann geht's mal wieder runter. Oh, hier liegt noch ein Wäffelchen. Tja, dann gucken wir noch mal raus, wie wir dann die Heinis da wegkillen können. Ja, dann gucken wir doch erstmal hinters Haus. So, die springen da noch lustig umher. Da sind auch noch welche. Vor allem, da ist ja noch ein Schamane. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu nah sind. Da können wir von der Seite auch nichts machen. Seiten höchstens. Ah, guckt mal, guckt. Einer mal schaut. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden diesen Orkspeer. Ah, der hat natürlich auch einen Pfeilenbogen. Wer ist noch hier alles so in der Nähe? Ja, vielleicht. Ja. Ah, ne, er kommt. Ja, gut. Das ist gut gelaufen. Da ist aber auch noch ein Jumbi. Ja, wenn die doch so Lust... Was? Glaubst du es? Nee, jetzt hat er es nicht geschafft. Das ist ja lustig. Ich habe mir nämlich gedacht, so wenn die hier mit ihm lustig herumhüppe, ja, dann kann ich doch im Grunde genommen eigentlich... Da hat er es. Er kommt nicht ganz rum, das ist ja irre. Okay, dann machen wir es mal so. Treffen tut mich keiner. Nee. Ja, das ist nämlich eine Volltextur definiert. Und da, wo es offen ist, wo man durchgucken kann, das ist im Grunde genommen der Alpha-Kanal. Aber bei Waffen ist es natürlich was anderes. Da geht es nicht durch. Aha, wir kommen also hier rum. Gucken wir mal weiter. Ja, kommen wir bei denen nämlich an. Okay, dann gucke ich doch nochmal hier, ob ich hier in die Tür... Ohne nein, den richtigen Schlüssel kriege ich Schlüssel. Das nie auf. Wie kann es auch anders sein? So, dann kommt doch mal hier zu mir, Papa Ork. Es funktioniert. Ich habe es mir echt viel schwieriger vorgestellt, liebe Freunde, viel schwieriger. So, kann ich denn hier durchlooten? Gucken? Ja, kann ich sogar. Perfekt. Kann ich das bei dir auch? Wunderbar. Irgendwie noch eine Waffel? Nee, kann ich da nicht nehmen. Ja, okay, dann haben wir den Bereich auch. Wie kriegt man denn das hier auf? Nein, nicht ziehen, nicht kaputt machen. Okay, da liegt ein Hammer. Okay, gucken, ob es hier einen Schalter gibt, aber glaube ich eher nicht. Oder eine Winde oder was der Geier. Ich kann auch hier nichts öffnen. Gut, nee, da gibt es bestimmt irgendwie einen Schlüssel zu oder was anderes. Ja, dann, da waren wir. Hier oben müssten wir auch mal später mal gucken. So, ich meine, wir hätten hier alles durch. Gucken wir hier wieder zum Orksessel. Verschaffen uns doch hier mal ein bisschen Übersicht, falls hier einer es sein sollte. Nein, auch keiner. Schade, Adusch, Ade. So. So, denn wirklich... Ah, doch, da ist er. Ich hab's doch gewusst. Hier ist da noch ein Crusher-Gasch. Yep. Gucken wir mal hier rein. Ja. Oh yeah, komm, mach dich flach. Mach dich flach. Ah, siehst du, ich kann die gar nicht so umgehen. Also die sind dann schon sehr fix, wenn ich zum Beispiel die Position wechsle. Oh, eine Innerstatue, auch gut. Sup, vielleicht sollte ich mal speichern gehen. So, den müsste ich dann auch nochmal killen. Nämlich nachdem ich versucht habe abzuspeichern und wieder weiterzumachen, kam der von hinten, dieser Bagalut. Los, endlich. So, das heißt also erstmal hier die Räume sichern. Kann natürlich sein, dass hier noch einer drin steckt, der irgendwann mal so hinterrücks mich überfällt. Nein, tut er nicht. So, Buchkommode sicherheitshalber nochmal lesen. Nein, Gott, doppelt hält dreifach besser.
Ja, und mal wieder knacken. Deswegen werden wir mal gucken, wie wir reinkommen. Sauber. Thunschlüssel aus dem Haus der Paladine. Ein kleiner Messingschlüssel aus dem Haus der Paladine. Tja, wo führt der hin? Wo führt mich dieser Thunschlüssel, der Schlüssel hin? Haus der Paladine. Gut, dann werden wir dich auch nochmal versuchen zu knacken. Nee. Ach, wahrscheinlich ist das hierfür. Schreibt mal bitte in den Kommentar, war das wirklich der Schlüssel hier für die Truhe? Ich habe dummerweise die Truhe nämlich nicht erstmal angefasst, weil ich vorher abgespeichert habe und von dem interrückslichtlosen Orkspeer überrascht worden bin. Ja, okay. Ja, dann hätten wir hier eigentlich auch alles durch. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. Geht das denn? Nö, wir sind ja in diesem Stockwerk. Gut. Nein, hier komme ich gar nicht rein, oder? Nee, von der Seite komme ich gar nicht ran und es dämmert schon wieder. Hark, hark, hark. Aber ich komme hier rein. Guck, guck. Jemand hier? Jemand zu Hause? Ja, bis jetzt noch nichts zu sehen. Water. Brotzwacholder. Lecker, lecker. Jemand hier? Is someone there? No, no one's there. Okay. Na, Dolch und Lederbeutel. Und Jolt. Dann hier der nächste Truhe. Der nächste Truhe. Die nächste Truhe. Okay. Ist doch richtig, wir haben wieder Gold. Wir haben wieder immer mehr Gold bekommen. Ja, da habe ich in den Augenwinkeln noch eine Truhe gesehen. Nee. War da nicht noch eine? Ja, sorry, liebe Leute, lieber dreimal gucken. Jemand hier? Jemand hier? Nein, keiner hier. Irgendwie Lootmaterial? Auch nicht. Stopp. Ja, das war der Herd. Also fixiert. Bettchen, Silberkelch, Silberteller. Ja, statt es heller wird, wird es draußen immer dunkler. So, gucken wir auf die Minuten. Ups, nicht mehr viel. Ich dachte, ich würde weiterkommen, aber war schon schwierig genug. So, So, jetzt müssen wir nämlich mal hier durch die Gasse. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr. So, komm. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, gucken. Jetzt sind wir hier. Richtung Tuchhändler. Wo wir schon die bunten Hüte vorher gesehen haben. Oh, 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 schau was. Oh, Mist, ich wollte abspeichern. Das mache ich. Oh, weia, oh, weia, oh, weia, oh, weia, Popeye. Was machen wir jetzt? Verwirrung stiften. Ich will nicht kaputt gehen. Ach, Karosch. Ich dachte, das wäre ein Orkschimpan-Schamane. Wow, okay, jetzt kann ich abspeichern. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Wir müssen hier wieder durch. Durch den Gang da. Denn hier haben wir ja noch irgendwo einen, der sicher hier. Da ist er. Orkische Oberst. So. Warum hat er denn jetzt plötzlich so einen blauen Fuß? Ah, dieser Mond über den Dächern von Corines Stadt. Oh,
die Vögel zwitschern. Das heißt, wir können Beute haben. So war das jetzt nicht der letzte, oder was? Da ist eine Rüstung. Ja, hier sind die ganzen schönen Klamotten. Moment, Moment, da trinkt einer was. Da trinkt einer was. Ezio. Oh, Kacke. Ezio? Ist der auch feindlich? Natürlich, oder? Shit. Okay, ich habe jetzt mal meine Ritterrüstung angezogen. Ich hau mal ab. Und ich kann dafür mal eine Runde schlafen. Gibt's denn hier ein Bett? Da war ich noch gar nicht drin. Okay, liebe Leute. Dann werde ich mich mal hier irgendwo zur Ruhe legen. Das geht bestimmt hier oben hoch. Richtig, ich habe ja noch nicht hier untersucht. Hier gibt es schöne Bettchen. Werde ich mich hier hinlegen und mich für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt ein Kommentärchen und ein Däumelchen. Ich grüße euch. Tschüss. Habe ich ja wahrscheinlich ganz vergessen mit dem Gruß, ne? Okay, bis dann.